Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor. Hallo, ich bin der Peter und ich bin Bergbahner. Hier an einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Willkommen in unserer wunderschönen Bahn. Ich freue mich jeden Tag darauf, mit ihr zu fahren. Aber heute nehme ich Sie nicht nur mit auf den Weg nach oben, sondern auch auf eine kleine Reise durch die Geschichte unserer Standseilbahn. Seit 1895 fährt unsere historische Bahn zwischen Loschwitz und dem Weißen Hirsch auf und ab. Wir überwinden auf unserer Fahrt 95 Höhenmeter und legen eine Strecke von 547 Metern zurück. Der Stadtteil Weißer Hirsch trägt übrigens seinen Namen, weil der kurfürstliche Kapellmeister Bernardi im 17. Jahrhundert eine Schenke mit dem Namen Weißer Hirsch auf seinem Gut errichtete. Anscheinend ist es so hervorragend, dass sich drumherum eine Ortschaft bildete. Unsere alte Dame besteht aus zwei Wagen, die durch ein 38 mm starkes und 610 Meter langes Zugseil miteinander verbunden sind und von der Fördermaschine in der Bergstation bewegt werden. 1984 wurde unsere Bahn unter Denkmalschutz gestellt. Der Erhalt und die Pflege dieses technischen Denkmals sind uns als Bergbahner sehr wichtig. Zu Beginn unserer ca. 5-minütigen Fahrt durchquerten wir den 96 Meter langen Burgbergtunnel. Etwa in der Mitte der eingleisigen Strecke fahren die beiden Wagen aneinander vorbei. Dort befindet sich nämlich auf einem 102 Meter langen Gerüst Viadukt die Abtsche Ausweiche. Da die Radsätze der beiden Wagen jeweils spiegelverkehrt, auf der einen Seite mit einem Doppelspurkranz und auf der anderen Seite nur mit einer spurlosen Walze ausgestattet sind, benötigt die Weiche keine beweglichen Teile und ist für uns sehr wartungsfreundlich. Ich könnte Ihnen noch so viel mehr über die Technik unserer Standseilbahn erzählen, aber unsere Fahrt ist dafür nicht lang genug. Doch für diejenigen, die sich genauso für die Technik und die Geschichte unserer Bahn interessieren wie ich, haben wir eine Broschüre, die Sie an der Talstation kaufen können. Bergauf, bergab mit den Dresdner Bergbahnen. Kurz bevor die Bahn am Ende der Strecke in den 54 Meter langen Prinzessin-Isar-Tunnel reinfährt, kann man links den Luisenhof sehen. Die Namensgeberin für beide Bauwerke war die sächsische Kronprinzessin Luise von Toskana, die um 1900, also in den jungen Jahren der Standseilbahn, in Dresden lebte und sehr beliebt war. Ich finde die zahlreichen Terrassen am und um den Luisenhof
möglicherweise auf etwas ganz Besonderes. Denn wenn man ankommt und etwas Glück hat, kann man von der Terrasse die wundervolle Aussicht über das Elbtal genießen. Nach der Ankunft in der Bergstation kann ich Ihnen einen Spaziergang durch den Weißen Hirsch empfehlen. Die Sternwarte Manfred von Ardenne. Ruhige Straßen mit eleganten Villen und prachtvollen Sommerresidenzen und noch vieles mehr gibt es hier am Rand der Dresdner Heide zu sehen. Der passende Flyer, den Sie hier an der Bergstation erhalten, zeigt Ihnen einen schönen Rundweg. Wenn Sie es etwas anspruchsvoller möchten, können Sie Ihren Spaziergang auch bis zur Bergstation der Schwebebahn ausdehnen, deren Aussichtsturm man nach dem Verlassen der Standseilbahn südlich erblicken kann. Dort kann man auch das Maschinenhaus besuchen und in der Turmausstellung einiges über unsere beiden Bergbahnen erfahren. Sie finden die Route auf der Karte am Ausgang. Ich verabschiede mich von Ihnen und freue mich, Sie bald wieder in unserer Standseilbahn zu begrüßen. Hallo, ich bin es wieder, Ihr Peter. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Bergbahner, hier an einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Das ist unsere wunderschöne Bahn, die wir jeden Tag pflegen und fahren. Auf unserem gemeinsamen, etwa fünfminütigen Weg zur Talstation möchte ich Ihnen ein wenig über unsere Standseilbahn erzählen. Gleich nach dem Start an der Bergstation fahren wir zusammen durch den 54 Meter langen Prinzess-Luisa-Tunnel. Jetzt aber erstmal was Geschichtliches. Im Jahre 1895 wurde unsere historische Bahn eröffnet. Sie besteht aus zwei Wagen, die mit einem 38 mm starken und 610 Meter langen Zugseil verbunden sind. Die Wagen, welche sich zwischenzeitlich in der vierten Generation befinden, wurden übrigens in Bautzen gefertigt. Seit der Eröffnung fährt unsere alte Dame zuverlässig zwischen dem Weißen Hirsch und Loschwitz hin und her. Die Strecke, die wir dabei zurücklegen, beträgt 547 Meter und wir überwinden immerhin 95 Höhenmeter. Die Hänge zu beiden Seiten der Strecke wurden übrigens jahrhundertelang für den Weinanbau genutzt. Doch der wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch die andauernde Monokultur und die Reblaus als Schädling beendet. Die Weinbauern verkauften die Grundstücke an wohlhabende Dresdner, welche die Hänge mit beeindruckenden Villen und Sommerresidenzen bebauten. Die Grundstraße, die Sie linker Hand sehen können, verbindet die Stadtteile Loschwitz und Bühlau miteinander. Sie ist schon recht steil. Da bin ich echt froh, dass es unsere Standseilbahn gibt. Mit dem Fahrrad runterfahren macht schon viel Spaß. Aber hochfahren finde ich dann doch zu anstrengend. Unterhalb der Grundstraße verläuft die Trille. Entlang dieses Baches wurden jahrhundertelang Wassermühlen betrieben, die heute leider nicht mehr existieren, was ich persönlich sehr schade finde. Die Trille können Sie aber nur noch unterhalb des Loschwitzer Dorfkernes sehen, wo sie in die Elbe mündet. Sonst verläuft sie nur noch unterirdisch. Etwa in der Mitte der Strecke befindet sich ein 102 Meter langes Gerüstviadukt, woraus sich die Amtsche Ausweiche befindet. Hier fahren die beiden Wagen aneinander
aneinander vorbei, anschließend ihren Weg auf der sonst eingleisigen Strecke fortzusetzen. Die Radsitze der beiden Wagen sind jeweils spiegelverkehrt, auf der einen Seite mit einem Doppelspurkranz versehen, während sich auf der anderen Seite nur eine spurlose Walze befindet. Dieses seit über 100 Jahren zuverlässig funktionierende System erfordert keine beweglichen Schienenweichen und ist somit sehr wartungsfreundlich. Kurz bevor wir an der Talstation ankommen, durchfahren wir den 96 Meter langen Burgbergtunnel. Wenn ich unten aussteige, schwebt ab und an der Duft der nahegelegenen Bäckerei herüber. Ja, bekomme ich manchmal richtig Appetit auf ein Stück Dresdner Eierschecke. Nach Verlassen der Standseilbahn finden Sie sich auf dem Körnerplatz wieder. Wenn Sie sich dort nach links wenden, erreichen Sie nach nur etwa 100 Metern die Talstation unserer Schwebebahn, der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Eine Fahrt mit ihr lohnt sich in jedem Fall. Unsere Fahrt endet gleich und ich verabschiede mich von Ihnen. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder in unserer Standseilbahn zu begrüßen. Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor uw bezoek aan Rail Public Transport. And do not forget to subscribe. Thank you for visiting Rail Public Transport. Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor.